Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Hunter Call of the Wild. Heute mal in Afrika. Wir gehen ein bisschen spazieren, genießt das Video. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und vergesst das Abo nicht. Ansonsten, yo, let's go. So, davon haben wir Spießböcke. Aber nicht wirklich was Gutes dabei, ne? Oh, der da hinten vielleicht. Das sind Vierer. Aber die verschwinden so ein bisschen hinter den Hügeln, ne? Ah, verdammt, der ist abgehauen. Er wollte hier über den Hügel. Ach nö, scheiße. Das ist direkt ein Streifen genug vor mir. Hat mir gerade einen Warnhof verpasst. Bin nur gerade hier lang gegangen. Da, hier vorne. Dreier. Okay. Dreier Streifen genug geschossen. Der kam mir irgendwie hinterhergelaufen. Keine Ahnung. So, goldenes Gnu. Schön Doppellunge. Ja. 33,32. Schönes Ding. Hier vorne ist ein Streifenschakal-Weibchen. Ein Dreier. Ich habe schon lange keinen Streifenschakal mehr geschossen. Ich weiß nicht, ob Dreier gut ist, aber ich glaube mal. Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, wie bei Füchsen, ne? Aber ich schieße sie jetzt trotzdem mal, weil ich Bock habe. So, mit der Ranger auf 150 Meter genullt. Die ist etwa 170 Meter entfernt. Erwischt. Schöner Schuss. Doch, ich bin wieder drin. Sehr schön. Fällt mir. So, hier ist die Süße. Silber. Hm, okay. Aber Doppellunge dafür. Schön. 17,35. Ja, ganz knapp Silber. Also, Dreier Schakale brauchen wir eigentlich nicht mehr schießen. Oh, Hasis. Na, den letzten habe ich nicht erwischt. Schade. Den letzten habe ich nicht erwischt. Naja. Aber die zwei hier. So, der ist Silber gewesen. Okay. Und der ist auch Silber gewesen. In den Schädel habe ich ihn getroffen. Okay. Bei denen spielt es, glaube ich, keine Rolle, wo man die trifft. Da kann man das Trophäenorgan nicht wirklich vernichten oder zerstören. Da kommt es halt nur darauf an, dass man nicht mehr als einmal drauf schießt. Oder mehr als zweimal. Stimmt, zweimal darf man drauf schießen in diesem Spiel. In Way of the Hunter durftest du halt nur das eine Organ, was du dann halt schon tödlich getroffen hast, nur einmal treffen. Beim zweiten Treffer war es halt fehlerhaft. Hier vorne ist ein Sechser Löwe. Er ist halt noch sehr weit weg. Meter. Na, ich versuch's. 300 Meter Schuss. Tja. Das gut war, ich weiß es nicht. Da vorne ist noch einer. Vierer leicht. Probieren wir den auch. Zweiter Löwe. Muss ich nur noch drehen? Ja, ja, ja. Ich würde sagen, ich habe beide Scheiße getroffen. Ach, Mann. Obwohl, einer ist tot. Vielleicht der Sechser.
Blutungsgrad Mitte. Ah, hier vorne liegt er. Okay, okay. Das ist der Sechser. Und den habe ich ganz gut in die Lunge getroffen. Schön, Silber, 43,4. Naja, hellbraun. Nice. Den anderen habe ich aber scheiße getroffen, das weiß ich. Hier ist ein Dreier braun dabei. Im Laufen vielleicht? Nee, es war nur ein Schuss. Und irgendwie... Doch, jetzt fällt er um. Sehr gut. So, scannen wir gleich mal die Gnus da hinten. Oh, da ist ein Vierer dabei. Vierer mit einem 300-Meter-Schuss. Schwierig. Nee, ich gehe erstmal ran ein Stück. Mal der Dreier hier scoret höher als der Vierer da hinten. Dann schieße ich doch auf den Dreier. Oder? Tja, das war nix. Das war nix. Schade. So, Spießbock. Ja, oh, Doppellunge sogar. Aber dafür ist er noch sehr weit gelaufen. Silberner Spießbock in Beige. 254,4. Da vorne ist ein Fünfer Streifengnu. Oh mein Gott, da müssen wir uns jetzt sehr vorsichtig annähern. Sehr vorsichtig. Der könnte Dia sein. Und da ist auch noch Gold. Also von der Farbe her. Das ist ein sehr riskanter Schuss jetzt. Also ich könnte warten, bis er hochsteht. Oder ich ziehe halt genau da drauf. 150 Meter genullt. Irgendwo hier hin. Tja. Machen wir das jetzt oder nicht? Ach komm, scheiß drauf. Versuch's. Zu früh. Viel zu früh geschossen. Wenn ich Glück habe, kommen die wieder. Wenn nicht, dann nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob sie wiederkommen. Ich glaube, ich habe den jetzt verjagt. Den Dia. Oh Gott, nein. Also bis jetzt kommen sie nicht wieder. Ich verfolge die Spuren. Komm. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ah, guck mal. Ich habe ihn trotzdem getroffen. Aber er hat den Treffer wahrscheinlich ausgeschwitzt wieder. Aber so können wir ihn erstmal verfolgen. Das ist gut. Da ist er. Er verpisst sich im Wald. Ja, wir müssen hinterher. Also 5er ist natürlich keine Garantie auf Dia. Könnte auch ein Troll sein. Aber eigentlich müssen wir auf jeden Fall, wir müssen drauf schießen. Mit
der hier oben bleibt jetzt da stehen. Ist jetzt auf der Flucht. Oh nö, ist da ein Löwe oder was? Guck mal ganz schnell. Die Löwen könnten uns natürlich jetzt wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Diese Asis. Ich habe die Spur verloren, ey. Ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass mir irgendwie mal eine Spur von einem Tier verloren geht. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Pirscher, der da ewig hinterherjagt. Aber ja, ich habe leider die Spur verloren. Ist einer rot von euch? Ist jetzt noch nicht, ne? Irgendwie ist hier keiner rot von euch. War halt der einzige Rote in der Gruppe. Sehr alt. Tja. Ich hab die Spur verloren von dem Fünfer. Ja. Was soll ich machen? Egal, Young war was anderes. Echt schade, ey. Sehr, sehr schade. Aber der muss ja dann potenziell alleine unterwegs sein jetzt. Irgendwo in den Weiten Afrikas ist jetzt ein Fünfer Streifengnu. Was sich sehr freut, dass es mich ausgetrickst hat. Ich vermute, der ist irgendwo in die Richtung abgehauen, aber ich finde halt leider keine Spuren mehr. Oh, der ist sehr nah hier vorne. Und bam. Ja, der fällt gleich um. Der fällt gleich um. Komm schon. Ja, das war's. Sehr schön. Schön aus dem Busch rausgeknallt hier. Silberner Spießbock, männlich, Single Lunge, 255. Ist okay. So, ist hier was Gutes dabei? 3, 2, 4. Oh, der 4er ist nicht schlecht. Dann nehmen wir erstmal den 4er raus. Würde ich sagen. 150 Meter genullt. Und Treffer. So, 4er Streifen genug in Gold 35,35. Schön. Doppellunge. Schönes Tier. Top. Da ist ein 3er. Ah ja. Sehr schön. Durchs hohe Gras erwischt. Auch Gold. Doppelunge Herz. Einmal alles bitte. Oh, ganz knapp am Gesicht vorbeigeschossen. Krass. 34,24. Schön. Schönes Ding. Wahrscheinlich nicht einmal getroffen. Naja. Da vorne ist ein 4er. Ein 4er Spießbock. Ah, den habe ich wahrscheinlich nicht gut getroffen, oder? Ich glaube, den habe ich gar nicht getroffen. Nee, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Boah, hier ist ein 4er weiblich. Der hat echt lange Hörner. Und der da hinten? 321, 345. Also der weibliche Spießbock hier, der kann
weiß ich nicht, bis 345 scoren. Das wäre natürlich geil. 305 bis 345. Und der macht 280 bis... Ja, okay. Also das Weibchen hier ist krass. Das Weibchen ist krass. Ich versuche die jetzt zu schießen. Aber sollte eigentlich gehen. Easy Herztreffer. Easy Herztreffer. Und das Männchen können wir eigentlich auch gleich mitnehmen. Komm, das schieße ich jetzt auch. Ein Herztreffer, aber gut getroffen. Den nehmen wir auch gleich mit. Haben wir gleich ein Pärchen. So, sie ist Gold 308. Okay, aber echt, echt große Hörner. Finde ich gut. Opfer, ein Doppelunge, Herz, einmal alles bitte. Schön. Sie hat sich gerade geschüttelt. Seht ihr das? An den Ohren sieht man das. Da vorne liegt er, mitten im Gras. Ich habe auch schon gesehen, wir haben ihn gut getroffen. Also auf jeden Fall ein tödlicher Treffer. Und dann gucken wir uns den mal an. Männlich. Pier. So, 303 auch in Gold. Auch sehr schöne Hörner. Sehr lange Hörner. Doppelunge. Ja, er hat ein bisschen weniger Score als die, als das Weibchen. Schönes Ding. So, und dann würde ich auch sagen, war es das mit dieser kleinen, schnellen Runde The Hunter Cove soweit. Ich ärgere mich sehr, dass ich den Fünfer-Streifen genug verschossen habe. Beziehungsweise auch dann nicht mehr gefunden habe. Er ist immer noch im Spiel. Wir können ihn immer noch jagen, den Dia. Aber, ja, heute leider nicht geschossen. Schade, sehr, sehr schade. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.